Schönen guten Abend im Kepler Salon. Schön, dass Sie da sind zu einem weiteren Abend mit Erich Meier. Freut mich ganz besonders, dass wir just zu diesem Moment hier sozusagen, es ist ja mein vorletzter Abend hier im Salon, dass es noch gelungen ist, dass wir die Reihe über Kepler Erich Meier vorzustellen, ist sozusagen wie Wissen in den Kepler-Salon zu tragen. Ja, weil so die Vorstellung, da gibt es NASA-Forschungen, von denen ich gelesen habe, es ist kein esoterisches Wissen, dass jedes Ereignis, jedes Schallereignis, das gesprochen wird, im Gemäuer gespeichert wird. Also die Räume haben ein Gedächtnis, man kann sich das ja auch vorstellen. Und nur das Abspielgerät sozusagen. Es ist verschollen. Das gibt es noch nicht und wird es hoffentlich auch nie geben, weil es sozusagen meine Fantasie auch beflügelt, als Musiker im nahen alten Dom endlich den Anton Bruckner an der Orgel improvisieren zu hören. Für das würde ich viel geben. Wie Sie ja wissen, war er ein großer Orgelrockstar. Aber heute eine andere Linzer Größe und wen sonst? Könnte ich da bitten, als wie Erich Meier, der wirklich sozusagen eine Instanz im Wissen um Kepler ist, und ich weiß jetzt gar nicht, ist es der fünfte oder vierte oder fünfte Abend? Fünfte. Fünfte Abend. Denn indem Sie uns heute sozusagen Kepler näher bringen. Herzlich willkommen, Erich Meier. Vielen Dank. Wenn Sie heute Klaus Puttinger erwarten, der war ja angekündigt, dann entschuldige ich mich, dass ich Sie enttäusche, aber der musste familiär kurzfristig absagen und ich habe meinen Einfluss geltend gemacht. Den habe ich ja noch zumindest eine Woche und dachte, jetzt nutze ich die Chance, einmal bei Erich Meier auch Gastgeber zu sein. Also Sie müssen heute mit mir Vorlieb nehmen, aber ich werde mein Bestes geben. Ich auch. Johannes Keplers mühsamer Weg zu seinen drei Gesetzen ist heute das Thema. Und ich würde sagen, Herr Meier, bitte. Danke für die sehr schönen einführenden Worte. Ob wir mal den Schal ausklingen lassen. Wie Sie richtigerweise sagen, Keplers mühsamer Weg zu seinen drei Gesetzen. Das gilt natürlich für Sie nicht. Für Sie wird es hoffentlich heute nicht mühsam sein, sondern leicht und unterhaltend. Ungefähr 1500 Jahre war man vom geozentrischen System überzeugt, in dem die Erde der Weltmittelpunkt steht. Ich darf da weiterschalten. Die damalige Astronomie, eben die geozentrische, konnte nur bedingt die Realität, wie sie sich im Himmel zeigt, darstellen. Und um die Astronomie zu retten, so hat man damals wirklich gesagt, entwarf man sehr komplizierte Konstruktionen von Exzentern und Epizyklen, von denen ich heute natürlich nicht spreche, mit denen versuchte man, die Planetenbewegungen darzustellen. Und die sogenannten Planetenschleifen, die wir da anhand der Marsbahn sehen, waren praktisch nicht zum Verstehen. Hier als Beispiel der Mars. Er bewegt sich da relativ flott, wird langsamer, bleibt stehen, das nennt man ja jetzt stationär, bewegt sich sogar rückläufig, bleibt wieder stehen und wandert dann wieder weiter. Und diese Planetenschleifen, warum ein Planet, praktisch alle Planeten, das so machen, das wurde definitiv nicht verstanden. Und darum hat man da wirklich ganz komplizierte Dinge ins Leben gerufen. Und der Nikolaus Kopernikus nahm den ungefähr 2000 Jahre alten Gedanken von Pythagoras wieder auf, der damals postulierte, die Erde müsse sich doch wie alle anderen Planeten um die Sonne bewegen, um das Zentralfeuer, hat er das damals genannt.
der Nikolaus Kopernikus, den wir hier links sehen, der versuchte 1543 einen Umschwung herbeizuführen, indem er die Erde mit der Sonne vertauschte. Er verlegte sozusagen die Sonne in den Mittelpunkt unseres Sonnensystems und ließ die Erde wie alle anderen Planeten um die Sonne kreisen. Für Kopernikus war allerdings die Sonne kein zentraler Körper, wie wir es heute wissen, sondern lediglich eine Leuchte, wie er da rechts im Bild, wenn man das lateinische Wort kennt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo steht, da rechts irgendwie unten steht es, also die Sonne als Leuchte da in das Zentrum stellt. Und damit konnte man die Planeten schleifen. Hier ist es animiert. E ist sozusagen die Erde, wie sie um die Sonne kreist. M ist der Planet Mars. Und das ist sozusagen ganz weit weg, die Fixsternsphäre. Und da kann man sehr schön sehen, nachdem die Erde schneller um die Sonne sich bewegt, überholt sie den Mars und dadurch wird der Mars scheinbar im Himmel rückläufig. Und er konnte das relativ gut darstellen und die Kunstgriffe wurden weniger. Allerdings, nachdem Kopernikus auf den Kreisbahnen festhielt, musste er dennoch mit Epizyklen die Planetenschleifen darstellen und es war sozusagen ein Mittelweg. Johannes Kepler lernte während seines Studiums in Tübingen von seinem Professor Michael Mestlin die Vorzüge des kopernikanischen Systems kennen und schätzen. Kepler wurde sogar, kann man sagen, ein glühender Kopernikaner. Nun zu den näheren Ausführungen. Es war ein äußerst glücklicher Umstand, dass Johannes Kepler zu Tycho Brahe nach Prag kam. Kepler wurde nämlich von dem berühmten Tycho Brahe eingeladen, die Marsbahn mathematisch darzustellen. Mit seinen Rechenassistenten, also den Rechenassistenten von Tycho Brahe, gelang es Tycho Brahe nicht, eine mathematisch richtige Theorie für die Marsbewegung aufzustellen. Da haben 10 Rechenassistenten gerechnet, jahrelang, und haben die Marsbahn nicht in den Griff bekommen. Und der Tycho Brahe beauftragte den Johannes Kepler für diese Forschungsarbeit, die Marsbahn sozusagen mathematisch in den Griff zu bekommen. Warum Tycho Brahe? Tycho Brahe war damals der weltweit bekannteste Beobachter des Himmels und mit seinen äußerst präzisen Beobachtungen gelückte es ihm, äußerst präzise Beobachtungsdaten, zum Beispiel auch von den Planetenbahnen, auch von den Planeten zu bekommen. Und Brahe hat zum Beispiel zwischen November 1582 und März 1600 auch, also alle Planeten, dadurch auch den Mars beobachtet. Und ein grundsätzlicher Anlass, wo man sich denn überhaupt mit der Marsbahn beschäftigt hat, war, weil zu damaligen Zeiten die Rechnungen, wenn man ausrechnen wollte, wo ein Planet am Himmel steht, völlig daneben lag. Zum Beispiel der Mars wich von der Beobachtung im Vergleich zur Rechnung um bis zu 10 Vollmonddurchmesser ab, wie hier als Beispiel dargestellt. Und der Planet war überhaupt 20 Vollmonddurchmesser oder 10 Winkelgrade weg vom berechneten Ort. Und das war, wie gesagt, der Anstoß, dass er sich mit diesen Planetenbewegungen intensiv beschäftigte. Die Frage ist jetzt, wieso ist es Tycho Brahe gelungen, so präzise Beobachtungsdaten zu gewinnen? Die weltweit besten Beobachtungsdaten hat er verwendet. Und auf diesem Bild sehen wir so schön, dieses Bild ist in einem Buch von Tycho Brahe veröffentlicht. Hier sehen wir den großen Mauerquadranten. Hier ist an der Mauer ein kleiner Beobachtungsschlitz zu sehen. Durch diesen Beobachtungsschlitz fiel das Licht des Planeten oder des Sterns auf diesen großen Mauerquadrant. Tycho Brahe hier in der Mitte
schafft an, was der Schreiber notieren soll, dass der Beobachter der mehreren Uhren, der Beobachtungszeit, richtig ablas. Und hier die wichtigste Person, der eine Visiereinrichtung hier so bewegte, dass er halt den Höhenwinkel, das ging es, den Höhenwinkel genau messen konnte. Und wenn man da jetzt näher hinzoomt, sieht man, welchen genialen Trick der Tycho Brahe verwendete. Er hat nämlich zwischen den Strichen, wo man die Winkelgrade im 1-Grad-Schritt ablesen konnte, hat er sogenannte Transversalpunkte eingravieren lassen. Das war alles aus Messing und nicht in Holz eingearbeitet, das war aus Messing, um sozusagen wie heute mit dem Nonius dazwischenliegende Einstellungen, also Bruchteile von Winkelgrade genau ablesen kann. Und durch mehrere Wiederholungen gelang es ihm, Sternpositionen deutlich weniger als eine Bogenminute darzustellen. Eine Bogenminute ist ein Sechzigstel eines Winkelgrades. Und die Positionen der Planeten gelang es ihm, bis auf 1 bis 2 Bogenminuten genau darzustellen. Ich muss ab und zu einen Schluss machen. Herr Treiberg, ist das eher erlaubt? Unbedingt. Und der Schweizer Uhrmacher Jost Bürgi, das möchte ich da jetzt nicht verhehlen, der hat dieses Konstruktionsprinzip, nachdem er der Kaiser hat den Schweizer Jost Bürgi nach Prag eingeladen, er war ein ausgezeichneter und exzellenter Mechaniker. Als er das gesehen hat, der Jost Bürgi, hat er das dahingehend verbessert, da ist ein Detailbild noch von den Transversalpunkten in einem Buch von Tycho Brahe, das er 1602 herausgegeben wurde, ist für uns am Sinn. Und der Herr Bürgi hat es dahingehend verbessert, hier sehen wir einen Sextanten, der in der Sternwarte Kremsmünster abgebildet ist. Und mit diesem Sextanten hat der Johannes Kepler dann vermessen, nachdem der Tycho Brahe verstorben war, der Mauerquadrant blieb ja auf der Insel Wien in Dänemark zurück. Und da sehen wir die Verbesserungen. Hier sehen wir die Winkelgrade, zum Beispiel 5 Grad, 6 Grad, 7 Grad. Und der Bürgi hat nicht mehr mit den Punkten gearbeitet, sondern hat Linien gezogen und damit war man wirklich, konnte man auf die eine Bogenminute genau ablesen. Das ist ein Detailbild, was ich da gemacht habe aus dem Sextant. Dieses kleine winzige Stückerl ist da ein wunderbares Detailbild. Und mit diesen, jetzt wird es einmal ziemlich persönlich, was den Johannes Kepler anlangt, mit diesem Instrument, Sextant, hat er selber auch den Himmel vermessen, nachdem der Tycho Brahe schon verstorben war und die Assistenten haben sich in alle Winde verteilt, hat der Johannes Kepler mit einem anderen Assistenten versucht, die Parallaxe des Mars, das Stichwort greifen wir dann später, wenn Sie wollen, noch einmal auf, zu vermessen. Und da schreibt der Johannes Kepler so treffend: Ich besitze zwei Instrumente, die ich benütze dank der Freigiebigkeit des edlen Herrn Baron Johann Friedrich Hoffmann. Einen eisernen Sextanten und einen kupfernen Azimutalquadranten. Letzterer hat einen Durchmesser von 2,5 Schuh, der erstere von 3,5 Fuß. Jeder besitzt eine Teilung nach einzelnen Minuten. Und eben 1602 und 1604 beobachtete Kepler selbst mit diesem gerade gezeigten Sextanten den Mars. Und Kepler beschreibt jetzt, welche Schwierigkeiten er in einer kalten Winternacht hatte. In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag des 27. Februar 1604 versuchten wir die Parallaxe des Mars zu messen. Mars war nämlich unbeweglich in Länge und Breite. Es war kalt und es wehte scharfer Wind, wir konnten daher die Teilung nur mit einer glühenden Kohle erleuchten, um sie sichtbar zu machen. Mit bloßen Händen konnte man das Eisen nicht anfassen und die Klemmen schließen, mit Handschuhen den Richtstab nicht so genau befestigen, dass er auf die Minute eingestellt war. Da bekommen wir mal ganz einen kleinen Einblick, mit welchen Schwierigkeiten man damals, man musste ja im Freien arbeiten, der Wind ging, es war, wie er schreibt, extrem kalt.
Also es war eine mühsame Angelegenheit. Und weiter unten beschreibt dann der Johannes Kepler, dass er sich auch über seine Ungeübtheit in der Bedienung des Sextanten beklagt. Das alles findet man in dem Buch, was da gerade erscheint, Astronomia Nova. Kepler rechnete 5 Jahre an der Marsbahn, um eben die wahre Größe und die wahre Form des Mars herauszubekommen und veröffentlichte dann 1609 in diesem berühmten Buch seine Ergebnisse. Mit diesem Buch revolutionierte Kepler die Astronomie und brach mit einer 1500-jährigen Tradition. Der Untertitel dieses Buches, Himmelsmechanik, belegt die Überzeugung Keplers, dass die Planetenbewegungen auf physikalische Ursachen begründet werden können. Kepler war überhaupt der erste Wissenschaftler, der die irdische Physik auch für das Weltall anwandte. Kepler schreibt da in diesem Buch: Ich bin restlos überzeugt, beide Wissenschaften sind derart aufeinander angewiesen, dass eine ohne die andere nicht wirklich funktionieren kann. Unter beiden Wissenschaften meinte er die Astronomie und die Physik. Mit dieser Einstellung war er ganz alleine. Sein Lehrer Mestlin hat sich sozusagen symbolisch auf den Kopf gegriffen und hat gesagt: Bitte, Johannes, die Physik bleibt auf der Erde und am Himmel gibt es andere Gesetze. So hat man früher gedacht. Keplers erste große Schwierigkeit war, wenn man sich jetzt überhaupt der Marsbahn nähern wollte, nachdem alle Beobachtungen von der Erde aus passierten und wissend, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, war zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar, wie ist die Lage der Erdbahn in Bezug auf die Sonne. Das war ein Thema, das bisher niemanden interessiert hat. Man hat geglaubt, ich habe die Erde, die Erdbahn als Kreisform, in der Mitte, genau in der Mitte liegt die Sonne. Man hat aber schon seit der Antike gewusst, dass die Erdbahn etwas exzentrisch zur Sonne liegen muss, weil zum Beispiel das Winterhalbjahr ist um 7,5 Tage länger als das Sommerhalbjahr. Nur deswegen, weil die Sonne etwas exzentrisch liegt. Nun, Johannes Kepler, wie hat er denn das gemacht? Denn er war ja selbst auf der Erde und reiste um die Sonne. Die Schwierigkeit bestand eben darin, die Bezugsebene, die Erdbahn, eindeutig zu bestimmen. Und sein genialer Trick war, gedanklich, wie wir da jetzt sehen, legte er sich gedanklich auf den Mars. Indem er sagte, es gibt sogenannte Oppositionen oder anders formuliert, in den reichen Beobachtungsschatz von Tycho Brahe hat er sich gesagt, wenn ich jetzt Beobachtungsdaten finde, wo der Mars immer an derselben Stelle auf seiner Marsbahn steht, dann muss doch, weil sich die Erde schneller um die Sonne bewegt, muss dann daher die Erde immer andere Positionen auf der Erdbahn einnehmen. Und tatsächlich hat er gefunden, dass die Erde am 26. Oktober 1595 genau hier stand, wenn der Mars diese Position einnahm, oder am 8. Dezember 1593 oder zum Beispiel auch am 21. Jänner 1592. Und jetzt hat er gesagt, wenn es mir gelingt, mittels einfacher Winkelfunktionen und Dreiecksberechnungen diesen kleinen Unterschied zu finden. C ist sozusagen der Mittelpunkt der Erdbahn und S ist die Position der Sonne. Sie sehen, es ist ein ganz kleiner Betrag. Und er hat sich hingesetzt und hat gerechnet und hat gefunden, natürlich hat er mehrere Rechnungen noch zur Absicherung, zur Mittelung genommen und hat gefunden, dass das die Strecke CS 0,9% des Erdbahndurchmessers beträgt. Das ist ein ganz winziger Betrag. Nur in allen Büchern zuvor hat es Werte gegeben, die bis zum Doppelten gelangten.
Daher hat er gesagt, das muss ich jetzt einmal in den Griff kriegen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich weiterrechne. Also mit diesem genialen Trick hat sie sozusagen gedanklich auf dem Mars gesetzt und hat da die Erde vom Mars aus beobachtet, mit den Winkeln, ist es ihm geglückt, eindeutig und zweifelsfrei die Lage der Sonne zu bestimmen. Da sind jetzt die Dreiecke, die er verwendet hat, das Rote, dann das Grüne, das Gelbe, die Farben sind von mir, hat das natürlich schwarz-weiß dargestellt in seinem Buch. Und das Interessante ist, dass einige Astronomen diese Festlegung, wo die Sonne wirklich steht in Bezug auf die Erdbahn, dass die das als nulltes Gesetz bezeichnen. Und insbesondere der Historiker Giora Hohn hat dieses erstmals als nulltes Gesetz bezeichnet. Und ich darf zusammenfassend sagen zu diesem nullten Gesetz, ohne diese Entscheidung, die wahre exzentrische Lage der Sonne zu bestimmen, wäre er total gescheitert, wie alle anderen vor ihm auch. Nun kommen wir zu Keplers zweiten Gesetz. Sie werden sich jetzt fragen, warum fängt er nicht mit dem ersten Gesetz an? Man fängt ja doch nummeriert durch. Die Wahrheit ist, Kepler hat die Bewegung, das ist das Gesetz von der Bewegung der Planeten, das hat er als erstes gefunden. Aber irgendwann später hat einer das durchnummeriert und hat dieses erste gefundene Gesetz als zweites Gesetz postuliert und definiert und fixiert. So geht es manchmal im Leben. Wir müssen, brauchen wir ein Mikrofon, wenn wir alles aufzeichnen. Genau. Ich denke, dass die Rangordnung erstes, zweites, drittes eventuell damit zu tun hat, dass das erste Gesetz linear ist, das zweite ein Quadrat und das dritte hat ja die dritte Potenz. So könnte man es auch erklären. So habe ich es immer empfunden, ja, dass das erste, zweite, dritte. Aber ich meine, sinnvoller wäre es gewesen, wenn man nach dem Buch von Kepler Astronomia Nova in dieser Reihenfolge vorgegangen wäre. Aber es ist ja so. Mhm. Nun, wie hat er denn dieses zweite Keplersche Gesetz gefunden? Nachdem er ja jetzt einmal festgelegt hat, die Sonne hat diesen Punkt gegenüber dem Mittelpunkt der noch kreisförmig angenommenen Marsbahn, hat er gesagt, ich möchte jetzt einmal bestimmen, ob, wie er vermutet hatte, dass auch der Mars unterschiedliche Geschwindigkeiten hat während des Umlaufes des Mars um die Sonne. Und er hat jetzt nichts anderes gemacht und hat die Strecken berechnet von der Sonde S bis zum Punkt A und so weiter, indem er die Bahn des Mars in 360 Grad Teile aufgeteilt hat und hat es jetzt für einen halben Marsbogen, also in 180 Schritte unterteilt. Hier sind nur dargestellt die Strecken von A bis I und hat gehofft, dass in der Aufsummierung dieser ganzen Strecken dann eine Beziehung sich herausarbeiten lässt zwischen der Summe der Strecke und der Zeit, die der Planet von Punkt A bis nach I gebraucht hat. Diese mühevolle Arbeit hat ihm eine Idee sozusagen eingeatmet, indem er gesagt hat, es muss doch so sein, dass wenn ich jetzt nicht die Strecken addiere, sondern eine Fläche daraus berechne, und eine Fläche ist viel einfacher, dann kann ich mir da unglaublich viel Zeit sparen. Und in diesem Buch Astronomia Nova beschreibt er, wie er argumentiert, dass er anstelle der Strecken die Fläche nimmt. Da schreibt er jetzt. Da ich mir bewusst war, dass es unendlich viele Punkte auf dem Exzenter und entsprechend viele Abstände gibt, kam mir der Gedanke, dass in der Fläche des Exzenters alle diese Abstände enthalten seien. Denn ich erinnerte mich, dass in derselben Weise einst auch Archimedes den Kreis
in unendlich viele Dreiecke zerlegte, als er damals den Umfang zum Durchmesser zu bestimmen suchte. Wollen wir da wieder bitte umschalten? Dieses laut Kepler unvollkommene Verfahren, weil er ja iterativ gerechnet hat und nicht sozusagen mit der Integralrechnung, die es damals natürlich noch nicht gegeben hat, die Fläche beschritt, also in 1-Grad-Schritten hat er das gemacht und hat gesagt, das ist zwar ein unvollkommenes Verfahren, aber es funktioniert außerordentlich gut, weil es eben mit der Zeit auch den Ort genau darstellt und dass diese Gesetzmäßigkeit wurde dann später als zweites Keplerisches Gesetz bezeichnet. Und lassen wir nun den Johannes Kepler zu Wort kommen, indem er diesen sogenannten Flächensatz erklärt in seinem Buch. Wie sich die Fläche CDE zur halben Umlaufzeit, die wir mit 180 Grad bezeichnen, verhält, so verhält sich die Fläche CAG zu der Zeit, die der Planet auf CG verweilt. So wie die Fläche CGA ein Maß für die Zeit oder die mittlere Anomalie, die dem Exzenterbogen CG entspricht, da die mittlere Anomalie ein Maß für die Zeit ist. Also durch viele Versuche war ihm klar, dass er mit dem Flächensatz eine ganz elegante, einfache Handhabe hat, die Bewegungen des Planeten Mars und seiner Bahn zu bestimmen. Mit dem Flächensatz, da greife ich jetzt ein wenig vor, beschreibt er auch am Ende des 60. Kapitels die sich daraus resultierende Kepler-Gleichung. Heute wissen wir, das ist eine transzendente Gleichung, soll nichts anderes heißen, als dass man sie nicht direkt lösen kann, sondern iterativ. Also das ist eine Gleichung, die hat mich schon als Junger, wie ich mit diesen Berechnungen beschäftigt hat, hat mich das unglaublich geärgert, weil man es nur, man will nichts anderes wissen, den Winkel M kennt man und man möchte den Winkel E errechnen, aber der Winkel steht direkt in der Gleichung und einmal im Sinus noch, das heißt man kann nur schrittweise rechnen und wenn man das ordentlich macht, man muss fünfstellig rechnen, also das ist mühsam. Und das ist eine transzendente Gleichung, eben nur iterativ Lösung, zum Lösen. Und da schreibt der Johannes Kepler in seinem Buch zu dieser komplizierten Gleichung. Ist die mittlere Anomalie gegeben, so gibt es keine geometrische Methode, um zur exzentrischen Anomalie zu gelangen. Wenn wir nicht vorher Tafeln aufstellen und mit ihnen a posteriori operieren. Mir genügt die Überzeugung, dass eine Lösung a priori nicht möglich ist. Der Johannes Kepler hat gesagt, das ist eigentlich unzumutbar, dass man jetzt den anderen Astronomen weltweit diese Formel, er hat es natürlich nicht als Formel hingeschrieben, sondern als komplizierten Text, dass man diese Formel anderen Astronomen zumutet und hat Hilfstabellen gemacht, indem er in 1-Grad-Schritten, ausgehend von M, bei bestimmten Exzentrizitäten die Werte E ausgerechnet hat, sodass man dann leicht interpolieren konnte. Diese Gleichung braucht man heute, wenn man den Ort oder die Position eines Satelliten, eines Raumschiffes, des Mondes, von Kometen oder Planeten ausrechnen möchte. Das heißt, um diese grausliche, sage ich immer wieder, grausliche Formel, weil es mir damals so mühevoll vorgekommen ist, kommt man nicht umhin. Nun endlich zum ersten Keplerschen Gesetz, das als zweites gefunden hat. Da geht es jetzt um die Abweichungen vom Kreis. Bisher hat Johannes Kepler immer angenommen, Planetenbahn des Mars ist eine Kreisbahn. Nun hat er mit dem Flächensatz berechnet,
Blau ist sozusagen die angenommene Kreisbahn des Mars, des Planeten Mars, und hat mit diesem Flächensatz ausgerechnet und festgestellt, dass am Punkt A, das ist der sonnenfernste Punkt, und am Punkt P, das ist der sonnennächste Punkt, und an den Quadranten der Flächensatz die Bewegung des Mars fehlerfrei darstellt. Super. War mal hocherfreut. Aber weitere Rechnungen zeigten, dass in den Oktanten hier, hier, hier und hier Fehler auftraten zwischen der Rechnung und der Beobachtung von ungefähr 8 Bogenminuten. Also hier ist der Planet zu schnell gewesen, hier zu langsam, hier zu schnell, hier zu langsam. Und er hat gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt mein Flächensatz nicht, oder ist die Bahn keine Kreisbahn. Nachdem er überzeugt war, dass die Positionen, die die Grundlage für ihn waren, von Tycho Brahe, um auf den Flächensatz zu kommen, nachdem die Positionen von Tycho Brahe fehlerfrei sein müssen, da war er ganz überzeugt, daher auch der Flächensatz stimmt, kann die Kreisform nicht stimmen. Und der Johannes Kepler sagt jetzt Folgendes. Die Sache ist daher einfach so. Die Planetenbahn ist kein Kreis, sie geht auf beiden Seiten allmählich herein und dann wieder bis zum Umfang des Kreises im Perigeum hinaus. Eine solche Bahnform nennt man ein Oval. Das war für ihn sensationell. Es kann keine Kreisbahn sein. Daher hat er jetzt eine Hilfsellipse hineingelegt, also Oval, hat er gesagt, aufgrund der Fehler, hat er gesagt, ich lege eine Hilfsellipse hinein, die da jetzt schwarz dargestellt ist. Man hat wieder die ganze Rechenprozedur gemacht, das jetzt den Ansatz zum Erklären ist, in Wirklichkeit ist er wieder tagelang gesessen und hat gerechnet und hat festgestellt, ups, die Vorzeichen der Fehler kehren sich um. Wenn es da plus 8 Minuten Bogenminutenfehler sind, sind es da jetzt minus 8 Minuten Bogenminutenfehler und überall gleich. Und dann gesagt, ah, was schreibt er da? Es ist also klar, dass die Planetenbahn weder ein Kreis ist, noch vom Kreis weg auf den Seiten so weit hereingeht wie das Oval, dass sie vielmehr einen mittleren Weg einhält. Da der vollkommene Kreis einen gleich großen entgegengesetzten Fehler macht, so schließen wir daraus mit Recht, dass die Wahrheit in der Mitte zwischen beiden liegt. Es war das eine relativ leichte Aufgabe, hat heute wieder an oder zwei Tage gerechnet und hat eine Ellipse, die jetzt rot eingezeichnet ist, hineingelegt, hat wieder die ganze Rechenprozedur gemacht und hat erkannt, oh, die Ellipse stellt die Bewegung des Mars fehlerfrei dar mit meinen Rechnungen. Und er schreibt dann, dass für den Planet keine andere Bahnfigur übrig bleibt als eine vollkommene Ellipse, da hier die aus den physikalischen Prinzipien abgeleiteten Gründe im Einklang stehen. Er war außer sich vor Freude und hat es natürlich sofort seinen Astronomielehrer Michael Mestlin geschrieben, er hat es in Galilei geschrieben, er hat diskutiert mit den noch vorhandenen Rechenassistenten von Tycho Brahe. Und dazu muss ich sagen, dass die Abweichung der Ellipse von Kreis bei der Marsbahn sind nur 0,4%. Also das ist von mir maßlos übertrieben dargestellt. Die Abweichung ist nur 0,4%. In einer Zeichnung würde man den Unterschied gar nicht erkennen. Darum habe ich das wesentlich dramatischer dargestellt, hat es, wie gesagt, seinen Freunden und Kollegen geschrieben und hat gehofft auf Zustimmung, sozusagen Schulterklopfen
sein Lehrer Michael Meslin riet seinem einstigen Schüler, physikalische Ursachen und Hypothesen ganz aus dem Spiel zu lassen und Astronomisches nur noch astronomischer Methode zu erklären. Er hat gesagt, ja, mathematisch ist das korrekt, aber der Wahrheit entspricht es nicht. Und Keplers Vorgänger als Assistent Tycho Brahes, Christian Locomontanus, wetterte gegen die Ovalbahn, Kepler solle aufhören, die Himmelsphänomene zu vergewaltigen. Seine Eierbahnen seien ein geradezu bösartiger Anschlag auf die platonische Muse. Er bringe die ganze astronomische Wissenschaft in Verruf. Also Anerkennung hat er null erhalten. Null. Er hat aber trotzdem gesagt, es muss so sein. Keplers Berechnungen, was wir da jetzt in einer guten halben Stunde erledigt haben, hat 800 Seiten gefüllt, also Rechenseiten, und hat 5 Jahre benötigt. Nun zum dritten Keplerschen Gesetz. Die ersten beiden Keplerschen Gesetze hat Johannes Kepler in Prag gefunden, aber das dritte Keplersche Gesetz hat Johannes Kepler in Linz in der Hofgasse, Haus Nummer 7, am 15. Mai 1618 entdeckt. So genau hat er das niedergeschrieben. Und wem es interessiert, also das ist, kennen Sie eh sicherlich, Sie sind sicherlich schon mal vorbeigegangen, Haus Hofgasse 7. Und mir ist es geglückt, auf das bin ich stolz, 400 Jahre nach seiner Entdeckung war am 15. Mai 1618, 400 Jahre später, am 15. Mai 2018, habe ich die NASA-Verantwortlichen, die täglich ein astronomisches Bild veröffentlichen, habe ich schon im Jänner gebeten, geht der Satz da bitte so lieb, und dazu am 15. Mai 2018 das Haus auf eure Internetseite veröffentlichen, und ihr kriegt von mir dann die wichtigen Informationen noch dazu. Die erste Reaktion war, lieber Herr Österreicher, heiser büht man nicht ab in unseren astronomischen Werken. Aber nachdem ich Ihnen dann die näheren Daten geschickt habe, haben sie es tatsächlich veröffentlicht, sieht man da am 15. Mai 2018. Na, wer Näheres wissen will, braucht dann nur das abfotografieren, diesen QR-Code. Da sind dann ganz interessante und wertvolle Hinweise auf was da alles auf dieser astronomischen Seite steckt. Nun wieder der Schwenk zum Kepler. In seinem auch in Linz in der Hofgasse Nummer 7 geschriebenes berühmtes Werk Harmonices Mundi Libri 5 schreibt er ganz bescheiden auf der Seite 189 ohne großartige Überschrift. Am 8. März dieses Jahres, 1618, wenn man genaue Zeitangaben wünscht, ist sie, die Proportion, in meinem Kopf aufgetaucht. Ich hatte aber keine glückliche Hand, als ich sie der Rechnung unterzog und verwarf sie als falsch. Schließlich kam sie am 15. Mai wieder und besiegte in einem neuen Anlauf die Finsternis meines Geistes, wobei sich zwischen meiner 17-jährigen Arbeit an der tychonischen Beobachtungen und meiner gegenwärtigen Überlegung eine so treffliche Übereinstimmung ergab, dass ich zuerst glaubte, ich hätte geträumt und das Gesuchte in den Beweisunterlagen vorausgesetzt. Allein ist es ganz sicher und stimmt vollkommen, dass die Proportionen, die zwischen den Umlaufbahnen irgendzweier Planeten besteht, genau das anderthalbe der Proportion der mittleren Abstände, das heißt der Sphären selber ist. Nachdem der Johannes Kepler ein genialer Geometriker war, aber kein Arithmetiker, das ist erst aufgekommen, die Arithmetik zu Keplers Zeit, oder das halt so relativ kompliziert formuliert. Heute kennen wir es in jedem Lehrbuch, wissen wir es, dass das eine mathematische Beziehung gibt zwischen zwei Bahnen, die um die Sonne kreisen,
und kann dadurch entweder den Abstand zur Sonne oder die Umlaufzeit berechnen. Interessant ist, wie ist Johannes Kepler zu diesem dritten Keplerschen Gesetz gekommen? Ich muss Ihnen leider sagen, wir wissen es nicht. Sicherlich ist eines, oder klar ist eines, dass die Musiktheorie von Johannes Kepler einen großen Einfluss auf die Entdeckung des dritten Gesetzes haben musste. Allerdings ist diese Entdeckungsgeschichte unbekannt. Auch der wissenschaftliche Kepler-Nachlass, der ja Gott sei Dank noch vorhanden ist, allerdings in Petersburg gelagert, gibt keine Auskunft mehr über die von Newton und seinen Schülern als Aurea Regula Kepleri bezeichneten Gesetz. Noch im Jahr 1778 schrieb der Mathematiker Wolfgang Ludwig Kraft aus St. Petersburg an den Nürnberger Gelehrten Christoph Gottlieb Murr, er habe mit besonderem Vergnügen jene Blätter des Nachlasses studiert, in denen Kepler das Verhältnis der Umlaufzeit der Planeten zu ihren mittleren Entfernungen von der Sonne gesucht habe. Diese Blätter sind leider aus dem Nachlass entfernt worden. Also irgendwann hat es ausgezupft und hat es verkauft. Das sind nicht die einzigen Blätter, die fehlen. Sind die heute wertvoll? Ich gebe nur ein Beispiel. Ein Brieffragment, ich kann wirklich sagen, ein Fetzen eines Briefes von Johannes Kepler an seine zweite Gattin Susanna, ein Brieffetzen, ein Brieffragment, hat in Hamburg vor wenigen Jahren um 4.000 Euro den Besitzer gewechselt. Ein Brieffragment. Ganz ein kleines Fetzerl. Das ist deshalb übrig geblieben, weil auf der Rückseite eine astronomische Berechnung hingeschrieben habe. Sonst hat er generell alles eine private Korrespondenz oder vernichtet. Also mit diesem dritten Keplerschen Gesetz war es mit einfachen Berechnungen erstmals möglich, die relativen Abstände der zwischen der Sonne und Planeten bzw. die Umlaufzeiten zu bestimmen. Ich komme schon zum Schluss, möchte wieder an die Wand werfen ein Buch, das er in Linz geschrieben hat, in der Hofgasse 7. Es war nichts anderes als ein Jahrbuch. Aber wenn man da genau hinschaut, da steht aus der neueren Rechnung Tabularum Rudolfi. Also während er in Linz in der Hofgasse 7 gewohnt hat, hat er alle anderen Planeten in unserem Sonnensystem genauso behandelt wie die Bahn des oder Bahnform des Planeten Mars, hat alle anderen Planetenbahnen genau berechnet und erstmals in diesem Jahrbuch gedruckt und damit veröffentlicht. Im Prinzip bin ich jetzt fertig. Oder sind wir fertig mit unseren Ausführungen? Ich habe noch ein paar Schmankerl für Sie vorbereitet, die wir in der Diskussion einbringen können, nämlich beispielsweise aus meiner Sicht eindrucksvolle Beispiele, wie man heute das dritte Keplersche Gesetz anwendet. Also ich möchte nur sagen, das dritte Keplersche Gesetz ist nicht ein alter Hut, auch wie der ersten und der zweiten, sondern sind in der Himmelsmechanik ganz gängige und hochnotwendige mathematische Berechnungen. Ich hoffe, zwei Sachen hoffe ich jetzt. Sollte der Johannes Kepler zugeschaut haben, dann hoffe ich sehr, dass er mir nicht in den Boden stampft, weil ich habe jetzt eine fünfjährige Rechenarbeit, die er auf 800 Seiten zusammengefasst hat, in einer guten halben Stunde Ihnen vermittelt. Kepler würde sagen, bist ein Wahnsinniger, ich habe da viel länger braucht, denn das war da viel komplizierter. Und der zweite Dank ist, dass Sie das überhaupt andauern haben. Aber ich habe Ihnen eh versprochen, das schwierige Thema kann man auch leicht bringen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mayer. Das ist ja die Kunst, ich meine, Sie beschäftigen sich ein Leben lang mit diesem Mann und seinen Werken.
Also das ganze Leben lang, vermute ich. Weil ja, Sie haben von dieser grauslichen Formel gesprochen, die Sie schon in jungen Jahren... Ja, da war ich 18. Also von 0 bis 18 hat es den Kepler noch nicht so intensiv gegeben bei mir. Aber Sie haben... gibt es ja Bände über Bände und so viele Facetten, die Sie uns jetzt schon näher gebracht haben. Sie haben da alles gelesen und sind eingetaucht sozusagen ein Leben lang in das. Ja, wobei das Lesen ist die eine Sache, das Verstehen ist dann die zweite Sache. Manches muss man dreimal lesen. Oder vielleicht versteht man es auch beim vierten Mal nicht. Ist auch vorgekommen. Und ich finde auch interessant, ich komme natürlich auch von meinem Bruckner Raum nicht weg. Der Bruckner hat auch eine nullte Symphonie. Du hast die Geschichte ein bisschen andere. Die war nämlich eine annullierte. Und auch diese vom Finale der 9. haben sie dann sozusagen, wie er gestorben ist, die Blätter in Wien, die haben sie nur ein paar Souvenirs geholt. Mhm. Und darum haben wir das Finale der 9. nur so bruchstückhaft. Aber das ist nur ein kurzer. Das ist nicht nur ein Kepler so. Ja, ich glaube, das. Gibt es Fragen für jetzt? Bitte. Eine persönliche Frage. Sind Sie der Forscher, der festgestellt hat, aus welchem Fenster im Jahr sowieso genau dadurch den Mars oder was ich wenn beobachtet haben muss, wodurch man festgestellt hat im Nachhinein aufgrund der Vermessung, wo er gewohnt hat? Genau, das war eben das Haus Hofgasse 7. Ja. Eine Mondesfinsternis. Ja, ja, so war das, ja. Im Detail habe ich es jetzt nicht mehr gewusst. Ich habe nicht gewusst, da gibt es einen, der kann das feststellen, wo der gewohnt hat, aufgrund der Konstellation. Mhm. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn ich aufschaue, dann weiß ich, wo ich wohne, aber ich weiß nicht, was da oben ist. Darf ich dann einen Satz dazu sagen? Ja, ich bitte, unbedingt. Das Ausrechnen ist eine leichte Sache. Wo ja, so. 1616 der Mondfinsternisverlauf war. Aber wenn man das ausgerechnet hat, kann man noch nicht sagen, welches Haus das war. Nein, nicht sofort. Denn die Schwierigkeit war, man weiß jetzt, er hat geschrieben, ich muss den Böstlingberg fahren, um die Mondesfinsternis zu beobachten, weil vor meinem Haus die hohe Burg im Westen die Sicht zur Mondesfinsternis störte. Ja, welches Haus ist das jetzt in der Hofgasse 7? Das kann man nicht ausrechnen. Hm. Man muss von Haus zu Haus gehen, leiten, wie ein Bettler oder Vertreter sagen, bitte, ich möchte Ihre Wohnung betreten und vom Fenster, von dem man das Schloss sieht, möchte ich ein Foto machen. Das habe ich halt alle Häuser abgegangen. Das hat 3 Monate gedauert. Weil macht dann nicht jeder gleich auf. Oder auch jede. Gott sei Dank, ja. Die erste Frau, wo ich angeleitet habe, hat gesagt, sie sicher nicht. Aber es war wahrscheinlich auch nicht ihre Wohnung, wo da gewohnt hat. Es war ihre Wohnung, aber wir haben es dann doch blendet unterhalten. Ja, ja. Ich durfte in die Wohnung gehen. Aber war es die Wohnung, wo Kepler wohnte? Nein, das war das Haus Hofgasse 23. Ja, ja. Herr Mayer, ich bin der absolute Laie. Wie Ausführungen bei Ihnen, dass er wesentliche Erkenntnisse über die Musiktheorie dann gehabt hat. Können Sie das nur ausführen, dass ich es unter Umständen auch verstehe, warum er über diesen Umweg die Erkenntnisse gehabt hat? Ich kann es nur vermuten, weil wir wissen es ja nicht genau. Der Johannes Kepler hat ja in seinem Buch Harmonici Mundi, das dritte Kapitel war das Kapitel über die Musiktheorie. Und da hat er sich, man könnte sagen, richtig auslassen und hat das, was er in diesem dritten Kapitel zur Musiktheorie gefunden hat, hat er dann, nachdem er diese Gesetzmäßigkeit gefunden hat, wie er es gefunden hat, wissen wir nicht, hat er auf die Planeten angewendet und hat sozusagen auch eine Planetenmusik daraus gemacht. Daher ist anzunehmen, dass er von der Musik und vor allem, das ist jetzt der wichtige Punkt, von der Harmonie in der Musik so überzeugt war, dass die Harmonie auch in den Planetenbewegungen darstellbar sein muss.
Also sozusagen das Rüstzeug war Harmonie in der Musik, und die Harmonie in den Planetenbewegungen hat er gefunden durch diese Formel, die wir heute als drittes Keplersches Gesetz bezeichnen. Was ich jetzt sage, ist meine Meinung, denn wir wissen es leider nicht mehr, weil diese wichtigen Aufzeichnungen sind irgendwo in einer Kiste oder im Keller verstaut, irgendwo auf der Welt oder vielleicht sogar schon verbrannt. Aber es muss damals eine starke Hypothese gewesen sein. Es war eine starke Hypothese, die er aber dann sofort selbst belegen konnte. Er hat es dann natürlich sofort berechnet. Er hat beispielsweise die Saturnbahn mit der Erdbahn verglichen, ob dieses dritte Keplersche Gesetz passt, und kann dann, wenn Sie wollen, es auch zeigen. Er hat in Linz ein astronomisches Lehrbuch für Schüler mittleren Ranges geschrieben. Das war wichtig für ihn, mittleren Ranges. Und da hat er auch in diesem Buch erklärt, wie er, oder dargelegt, wie er dieses dritte Keplersche Gesetz bei den 4 Monden des Jupiters anwenden kann. Also er war überzeugt, dass das nicht nur für die großen Planeten gilt, sondern auch für die Monde, wie zum Beispiel die damals 4 bekannten Jupitermonde. Ja, ich weiß leider fast gar nicht, wo ich anfangen soll. Dass bei dem dritten Gesetz, dass er da Dinge in Verhältnis setzt, wie bei der Musik, das liegt ja relativ nahe. Also da gibt es ja auch wahrscheinlich Längenverhältnisse von Saiten und dann die entsprechenden Ergebnisse. Und das hat er vielleicht einfach mal probiert, T Quadrat, quadriert und im Verhältnis zu einem Abstand hoch 3. Ich finde, da kann man irgendwie noch drauf kommen. Punkt 2. Wie der Herr Travöger vorgelesen hat, ist das ja in seinen Werken unglaublich kompliziert formuliert. Er hat ja schon gelesen, die dritte Wurzel, das anderthalbfache und so weiter. Und wenn man das liest, kann man sich im ersten Moment überhaupt nichts vorstellen. Ja, es ist unglaublich schwer zu lesen und man sieht dann, welcher Vorteil die Mathematik bietet. Dann macht man einfach T Quadrat A hoch 3 und Bruchstrich und fertig. Und wenn man dieses im Original liest, muss man es 4-mal lesen und versteht immer noch nicht, was meint er denn jetzt eigentlich. Interessant ist auch, was er dann danach schreibt, nach diesem dritte Wurzel aus und so weiter. Da schreibt er, soweit ich weiß, dass er quasi den Göttern die Gefäße geraubt hat. Also er hat das Gefühl gehabt, jetzt guckt er tatsächlich in den Bauplan Gottes von der Welt. Das kommt dann so ein ganzes Kapitel noch, wie glücklich er ist, dass er sozusagen quasi Gott in die Karten geschaut hat. Nummer 3. Es waren aber noch keine Fragen besetzt, 1 und 2. Ja. Und Feststellungen. Ja, jetzt kommt die Frage. Ja, jetzt kommt die Frage. Ganz überzeugt bin ich jetzt von dieser Variante, die Sie gemacht haben, noch nicht mit den beiden Kreisbahnen und dann die Ovale. Kurze Zwischenfrage. Oval ist was? Ist 2... Es war eine Hilfsellipse. Ja, aber was im ersten Schritt hat er es als Oval bezeichnet. Ja, was zeichnet es aus, das Oval? Das Oval war, sein Oval war eine Hilfsellipse. Er hat natürlich vorher, das habe ich alles weggelassen, hat er mit Eierformen experimentiert. Genau, richtig. Das habe ich alles weggelassen, denn das war ja, wie sieht, so mühsam. Und zu ermüden. Ja, aber der Schritt dann von Ovalen, ich kann es mir jetzt nur vorstellen, dass es 2 Halbkreise sind, die er irgendwie aneinander gesetzt hat. Und die Fehler waren symmetrisch, das war dann sein Hinweis, sozusagen eine Eiform kann es nicht sein, weil die Fehler treten immer symmetrisch auf. Okay, ja, und dann eben von diesen beiden Hypothesen, wie man dann tatsächlich auf diese rote mittlere Ellipse kommt, in Wirklichkeit hat er nicht sofort die richtige Ellipse gefunden, sondern hat er auch mehrere Schritte. Genau. Aber wenn ich Ihnen jetzt alle 3, 4 Hilfsellipsen erwähnt hätte, hätten Sie sagen müssen, hey, Meier, aber jetzt kommt zum Ziel. Ja, und alle Ehre, wie gesagt, das ist uns jetzt schön veranschaulicht und das im Text ist fast ungenießbar. Darum habe ich auch Grafiken. Darum haben wir den Herrn Meier. Ja.
Korrekt. Ja, genau. Und dann ist einfach so, da muss man sich es nochmal genauer angucken und sagen, ja, hat er das exakt so gemeint? Er hat es exakt so gemeint. Ja, ja, ja. Wir haben es ja vorgelesen, was er dazu gesagt hat. Und trotzdem ist es ein unglaublicher Schritt, eben von diesen Kreisbahnen wegzugehen, von der Klassik, von den alten Griechen wegzugehen. Das ist schon. Darum wurde er ja auch verlacht von allen. Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist ein springender Punkt, dass sozusagen die neue Räume aufmachen, neu denken können. Es ist ja ein Vermögen, neu denken zu können. Allein, also das hat mir so gefallen, dass er sagen, irgendwie Wissenschaften paart, Physik und Astronomie zusammendenkt, das ist ja, der bringt uns alles durcheinander quasi. Ja, ja. Ja, absolut. Und das muss ich ja so sagen, das ist ja ein völlig disruptiver Moment. Die müssen ja alle Angst. Und wir haben das ja eh. Das und in der heutigen Wissenschaft, wenn man eigentlich die Lehrbücher anschaut, wird das immer dem Newton zugeschrieben. Mit dem klassischen Beispiel, der Apfel fällt ihm auf den Kopf und dann kommt er auf die Idee, ah ja, die Himmelsphysik und die Erdphysik sind das Gleiche. Aber offensichtlich kommt das beim Kepler ja mit den Zitaten schon ganz deutlich durch, dass er auch genau dieser Überzeugung war. Ich habe da, nur wenn man über das Thema, ich habe gestern einen Podcast gehört mit Anton Theilinger, der sozusagen über Forschungsgelder schreibt, du musst heute bei den Anträgen angeben, was kommt raus und welchen Weg beschreitest du. Und er sagt, das ist eigentlich der völlige Wahnsinn, weil da kommt es ja zu keinem neuen Denken. Wenn ich den Plan habe und das Resultat, wo ich hin will, bin ich sozusagen, und dann gibt es halt so Radikaldenker, die sich das Unvorstellbare vorstellen können, wie Kepler. Man sagt ja, die reine Forschung hat kein Ziel, also die Grundlagenforschung hat kein Ziel. Wenn man auf etwas gekommen ist, was Neues, kann sich daraus ein Ziel entwickeln. Die Forscher nennen das auch die blaue Forschung. Also nicht ins Blaue, sondern sie wissen nicht, wo es enden kann. Herr Mayer, wissen wir ungefähr, wie lang es gedauert hat, bis seine Ideen akzeptiert worden sind? War das lang, kurz? Jahrzehnte. Wenn es in der Diskussion passt, hätte ich ein Bild vorbereitet von Isaac Newton, was der darüber gedacht, gesagt und geschrieben hat. Ich habe das für Sie alles gut vorbereitet. Darf ich das vorher anbringen, weil sonst kann ich nicht weiterschalten. Die erste wirkliche Anwendung, und die ist leider total unbekannt, die erste wirkliche praktische Anwendung der Keplerschen Gesetze erfolgte Jahrzehnte später, 1672. Was hat man 1672 gemacht? 1672, im September 1672, stand der Planet Mars zur Erde ziemlich nahe, weil der Mars hat eine etwas größere exzentrische oder eine größere Ellipse als die Erdbahn und daher gibt es Bereiche oder Punkte, wo die Marsbahn der Erde wesentlich näher kommt. Das war eben im September 1672. Und da hat man einen ganz genialen Trick gemacht. Man hat gesagt, der französische König hat das finanziert. Die Franzosen waren damals ausgezeichnete Theoretiker und praktische Wissenschaftler. Die Wissenschaftler haben gesagt, wenn eine Person in Paris den Mars präzise beobachtet und eine andere Person in Französisch-Guyana, das ist der Punkt B, zeitgleich auch den Mars beobachtet, präzise, dann muss doch diese Winkeldifferenz, die sogenannte Parallaxe, messbar sein. Und wenn man jetzt aufgrund der Kenntnis des ersten und zweiten Keplerschen Gesetzes relativ ausrechnen kann, relativ, man kann genau ausrechnen, relativ, wie weit sind die Planeten an diesem Tag entfernt. Nicht in Kilometer, sondern relativ. Aber wenn man jetzt dann
weiß, wie weit der Punkt A und der Punkt B weg ist. Und ich weiß, auf den Winkel möchte ich S ausrechnen, aufgrund des Winkels, dann kann ich die Lösung bringen. Und die haben das wirklich gemacht. Der eine Astronom Giovanni Domenici Cassini, der verblieb in Paris, und der zweite, Jean Richard, der ist nach Französisch-Guyana gefahren und da haben eine Woche lang da die Vermessungen durchgeführt, haben eine Winkeldifferenz da von 25 Bogensekunden herausgefunden. Das ist nichts, ganz wenig. Und es ist klar, wenn der Johannes Kepler maximal auf eine Bogenminute genau gemessen hat, dann war klar, dass der Johannes Kepler diese Winkeldifferenz nicht messen konnte. Damit konnte man den wahren Abstand S berechnen und eben mit dem ersten und zweiten Keplerschen Gesetz die Halbachse oder die Größe der Erdbahn herausgekommen sind, 138,5 Millionen Kilometer. Heute wissen wir, die wahre Dimension sind 149,5 oder 6 Millionen Kilometer. Also die waren schon ziemlich genau. Erstmals in der Menschheitsgeschichte, und diese Messung ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt, in der Öffentlichkeit. Erstmals 1672, 42 Jahre nach dem Tod von Johannes Kepler, haben die Keplerschen Gesetze mitgeholfen. Sonst hätten wir das gar nicht gemacht. Die waren nicht da hingefahren nach Französisch-Guyana und haben die wahre Größe bestimmt. Und es wird noch besser. Es wird noch besser. Denn Jahre zuvor hat der Däne Christiansen Ola, der Römer, Christiansen Römer, die Umlaufzeiten der Jupitermonde genau bestimmt und hat gesehen, wenn der Jupiter weiter weg ist, dann kommt es zu einer Laufzeitverschiebung, und wenn der Jupiter der Erde wieder näher ist, dann geht es schneller. Und mit dieser Zeitdifferenz, die der Römer bestimmt hat, ungefähr eine Viertelstunde, war es den beiden erstmals möglich, auch die Lichtgeschwindigkeit zu berechnen. Das Ergebnis war ungefähr 200.000 Kilometer pro Stunde. Heute wissen wir es, 300.000 Kilometer pro Sekunde ist die Lichtgeschwindigkeit. Aber diese wahnsinnig große Lichtgeschwindigkeit hat man erstmals quantifizieren können. Also das war epochemachend. Und nebenbei darf ich nur eins dazu sagen, sie sind draufgekommen, in Französisch-Guyana gingen die Uhren pro Tag um 2 Minuten langsamer als die baugleichen Uhren in Paris. Die Lösung war, die Erde kann keine perfekte Kugel sein, sondern ganz leicht oval aufgrund der Erdrotation. Also das hat man auch genau bestimmen können. Also es war eine grandiose pro Tag. Bitte? Ja. Erden ist sozusagen, hat einen Wulst. Heute wissen wir das ganz genau. Aber die haben aufgrund des Uhrenunterschiedes haben die zwar das ausgerechnet. Ich finde das sensationell. Jetzt bin ich aber ein bisschen angekommen, ich wollte eigentlich darf ich nochmal um? Ich habe hier noch eine Wortmeldung. Bitte. Danke einmal für die vielen Sachen. Und dann geht es, es ist vorgekommen, zwischen nicht. Fuß und... Mikro geht nicht. Ich habe schon. Man hört es nicht. So, okay. Also danke nochmal. Ich habe eine Frage zu den Abständen. Fuß und Schuh ist gekommen. Mit welchem Maßeinheit hat der Kepler gerechnet? Hat es da den Meter schon? Nein. Also das ist ungefähr eben. 1890, knapp vor dem Übergang ins Jahr 1900, hat das metrische System, hat man sich erstmals bemüht, im Kaiserreich einzuführen. Und der Unterschied zwischen Fuß und Schuh, was vorgekommen ist im Buch irgendwie, war das ein Maß oder waren das ja unterschiedliche Maßeinheiten?
Das weiß ich jetzt nach welchem Schuh, der Kölner Schuh, der Wiener Schuh. Ja. Jede Stadt hat eine eigene Schuhgröße gehabt, aber er hat das genau angegeben. Und dann ist mir noch so die Idee gekommen, nachdem er ja Giordano Bruno gekannt hat. Und der Giordano Bruno hat so Affinitäten mehr oder weniger verlautbart, dass alles irgendwie weiter in Zusammenhang hängt. Also alles, was man so auf der Erde beobachtet, mit dem Mond, könnte man weiterdenken ins Universum raus. Also diese weiteren Affinitäten, vielleicht ist da was reinkommen zum Kepler, dass er auf das gekommen ist, nicht nur mit der Musik, sondern auch mit dem Denken in der dritten Potenz. Das glaube ich nicht, so weit war der Giordano Bruno nicht. Und beide haben ja grundsätzlich gegenteilige Ansicht gehabt. Der Giordano Bruno hat gemeint, das Weltall ist unendlich. Und der Johannes Kepler hat gesagt, das Weltall kann nicht unendlich sein und hat das auch begründet. In einem Brief hat der Johannes Kepler übrigens geschrieben, der arme Bruno, der auf glühenden Kohlen geröstet wurde. Wir wissen ja, dass er öffentlich verbrannt wurde in Rom. Aber es ist eine nette Umschreibung von Verbrennen. Darf man nur, bevor wir weitergehen, Ben hat gesagt, da gibt es auch eine Frage aus dem Netz. Ja, wir haben per E-Mail eine Frage gekriegt von Arno. Gelten die Ellipsenbahnen auch für Exoplaneten, speziell die Ellipsen? Und gibt es eine physikalische Grundlage, dass Ellipsen stabiler sind als beispielsweise Kreise? Was sagen heutige Computersimulationen dazu? Danke an den Herrn Vorsitzenden und alles Gute. No. Erste Frage. Die Keplerschen Gesetze mit den Ellipsenbahnen gelten im ganzen Universum. Auch für die Exoplaneten. Und zur zweiten Frage kann ich sagen, in Wirklichkeit gibt es in der Praxis keine Kreisbahn. Die Kreisbahn ist ein theoretisches Konstrukt, denn überall im Leben gibt es ganz kleine Störungen, sodass das Ideal, die Kreisbahn, in Wirklichkeit niemals vorkommt. Auch wenn beispielsweise die Venus eine fast perfekte Kreisbahn hat, aber es ist auch ganz leicht elliptisch. Also eine Kreisbahn ist nur ein theoretisches Konstrukt, wie auch eine Parabelbahn von Kometen. Parabelbahn gibt es in Wirklichkeit auch nicht, ist auch nur theoretisch. Soll ich da an die... Ich könnte einen kleinen Zusatz machen. Am Anfang im Physikstudium, so die ersten paar Semester, lernt man, dass dann die Kepler-Ellipsen völlig konform gehen mit dem Energieerhaltungssatz. Und insofern muss man das fast auf die gleiche Stufe setzen, der Energieerhaltungssatz und die Kepler-Ellipsen. Also so wie Sie es geschildert haben, wenn er näher an der Sonne ist, der Planet, ist er ein bisschen schneller. Und wenn er ein bisschen weiter weg ist, ist er ein bisschen langsamer. Das heißt, die zwei Energieformen, die da auftreten, kinetische Energie und potenzielle Energie, geben in der Summe wieder immer was Konstantes. Und also sind die Kepler-Ellipsen quasi so stabil wie der Energieerhaltungssatz. Und der ist sowas von fundamental in der Physik. Fundamentaler geht es eigentlich gar nicht mehr. Also wie Sie gesagt haben, es gilt überall und wahrscheinlich jederzeit. Warten wir es ab. Ich habe ja zwei Beispiele bildhaft, nicht texthaft, bildhaft vorbereitet, wie der Johannes Kepler die vier Jupitermonde behandelt hat, nach dem dritten Kepler-Gesetz, und auch wie Exoplaneten sich um ferne Sonnen nach den Kepler-Gesetzen bewegen, und ein paar andere Schmankerl hätte ich auch noch für Sie, wenn Sie das sehen wollen. Sie sind die Gäste, Sie geben das vor, ob ich das zeigen darf oder nicht. Ich kenne es eh, aber Sie kennen es vielleicht nicht. Also ich habe da grünes Licht geortet. Aber die Frage ist, ob der Gastgeber auch grünes Licht gibt. Ich wollte gerade sagen, das unbedingt. Sie könnten ja sagen, es ist 20.39 Uhr, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber so viel Zeit brauchen wir nicht. Dann werfen wir. Genau.
In diesem Buch, das ich schon erwähnt habe, Epitome Astronomia Copernicanae, das er in Linz geschrieben hat, wie gesagt, ein astronomisches Lehrbuch für Schüler, hat als Beispiel, das ist eine Kopie von dieser Seite, hat er da die Sonne, die Erde mit dem Mond, mit der Mondbahn und den Jupiter mit den vier galileischen Monden eingezeichnet und im Text, das ist äußerst mühsam, das möchte ich Ihnen vorenthalten, führt er sehr schön aus, dass auch die Jupitermonde nach den keplerschen Gesetzen sich verhalten. Finde ich großartig. Und wenn ich ein anderes Beispiel bringen darf, eine wichtige Kepler-Ellipse in der Raumfahrt ist die sogenannte Hohmann-Ellipse. Die ist nichts anderes, als dass man mit dieser Ellipse am energieärmsten von der Erde Materialien oder eine Raumsonde zu einem anderen Planeten wie hier den Mars schicken kann. Da verlässt sozusagen die Raumsonde der Erde. Der Mars kommt näher und hier treffen sich beide, sozusagen landet dort die Raumsonde und mit dieser Ellipse, sogenannte Hohmann-Transfer, hat man die Möglichkeit, mit geringsten energetischen Aufwand etwas zu transportieren. Ganz interessant finde ich, dass man mit Kepler-Ellipsen bestimmt hat, die Masse des schwarzen Loches in unserer Milchstraße. Allerdings ein wichtiger Zusatz unter Hinzunahme der Erweiterung von Newton. Aber die Astronomen haben mit den besten und größten Infrarotteleskopen, die sie haben, um das Milchstraßenzentrum, das ist hier als Punkt gerade nicht erkennbar, haben sie die nächstgelegenen Sterne jahrelang präzise vermessen, wie sie, sind da ein paar Sternbahnen eingezeichnet, wie sich diese Sterne um das schwarze Loch bewegen. Und das ist jetzt da eine Grafik. Und herausheben durch jetzt den Stern S2, da sieht man die Messergebnisse. Und mit dieser Ellipsenbestimmung konnte man bestimmen den Massenschwerpunkt im Sternbild Sagittarius, wie schwer das schwarze Loch in unserer Milchstraße ist und ist auf 4,5 Millionen Sonnenmassen gekommen. Also das Zentrum schwarze Loch in unserer Milchstraße hat eine Masse von dem 4,5 Millionenfachen von unserer Sonne. Nebenbei bemerkt, die Sonne hat eine Masse von 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Also ein Zweier mit 30 Nuller als Kilogramm. Und das nur mit 4,5 Millionen multipliziert, dann haben wir die Masse von unserem schwarzen Loch in der Milchstraße. Und das ist das letzte Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Mit dem sogenannten Keck-Teleskop, das ist das größte Infrarot-Teleskop, das es weltweit gibt, hat man den Stern, der hier abgedeckt ist, hat man 4 Exoplaneten entdeckt, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten. Und Sie sehen hier, jahrelang hat man da fotografiert und diese Bewegung dieser Exoplaneten bewegen sich genau nach dem dritten Keplerschen Gesetz und auch deren Ellipsen funktionieren dort genauso, wie es der Johannes Kepler vorgegeben hat. Und von mir als Schlussbeispiel würde ich das gerne noch zeigen. Das ist ein Skriptum von Isaac Newton, das er verwendet hat, um das Werk De Motu zu schreiben. Und da unten, wir zoomen da jetzt leicht hin, schreibt der Newton, daher laufen die Planeten in Ellipsen um, die einen Brennpunkt im Zentrum der Sonne haben und die Radien zur Sonne überstreichen Flächen, die proportional zu den Zeiten sind, ganz so wie es Kepler angenommen hat. Das angenommen tut mir ein bisschen weh, aber das war halt der Isaac Newton. Er hat gesagt, er hat das angenommen und ich habe das jetzt mathematisch, physikalisch bewiesen.
Diese Bedeutung dieser keplerschen Erkenntnis für das Gravitationsgesetz, das gefällt mir auch sehr, formulierte Christoph Friedrich von Schiller wie folgt: Kepler trägt Newton die Fackel voran. So ein sehr schöner Spruch zur Beziehung Kepler und Newton. Ich hätte nur ein Beispiel, wenn Sie gerade an einer Frage knappern und sie formulieren, hätte nur zwei Bildbeispiele, die zeigen, wie Johannes Kepler Linz ehrt. Linz hat Johannes Kepler seine zweite Heimat bezeichnet. Die Linzer Zeit war seine glücklichste Zeit in der Ferne. Und wenn ich Ihnen das zeigen darf, in seinem, wie er selbst sagt, wichtigsten Buch, die Rudolfinischen Tafeln, die er übrigens hier in der Rathausgasse 5 fertiggestellt hat, die Rudolfinischen Tafeln, hier in diesem Hause. Im Frontispitz ist Johannes Kepler ganz bescheiden links unten dargestellt, mit einer Zipfelhaube, bei Kerzenlicht, sein Füllhalter. Aber was in diesem Bild wichtig ist, es sind vier Wappen eingezeichnet. Das Wappen von Böhmen, das Wappen von Prag, das Wappen vom Land Ob der Enns, also Oberösterreich, und das Wappen von Linz. Mhm. Bedenken Sie bitte, Linz war zu dieser Zeit, ich bezeichne es als Dorf, mit nicht einmal 3000 Einwohnern. Und dieses Dorf Linz bekommt da einen eigenen Platz mit dem Wappen. Und auch das Land Oberösterreich, also vielen Oberösterreicher umgefahren. Und die meiner Meinung nach noch größere Ehre in diesem Buch Rudolfinischen Tafeln hat er auch berechnet, eine Weltkarte. Berechnet heißt, hat er genau zu jedem Ort die geografische Länge und Breite bestimmt. Und das ist, was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt aus dieser Weltkarte, aber in diesem Ausschnitt sehen Sie Linz. Gleich, hier ist Linz, hier ist Wien, Prag, Ulm, Graz finden Sie nicht, Stuttgart finden Sie nicht. Linz, dieses kleine winzige Dörfchen, hat in dieser Weltkarte verewigt. Das ist natürlich kein Zufall. Hat der Kepler nicht auch einmal in Eferding gewohnt? Weil da gibt es ja auch die Keplerstuben. Was heißt, das ist ein Wohnhaus von Kepler? In Eferding hat er geheiratet. Vielleicht hat er ein, zwei Tage dort gewohnt, vor der Hochzeit. Es ist sicher, dass er nicht von Linz da hingefahren ist, dann haben sie geheiratet und dann ist er gleich wieder nach Linz gefahren. Aber dauerhaft oder länger gibt es? Nein, da reden wir nur von ein paar Tagen. Ich finde das auch sehr bemerkenswert, dass Sie sagen, sozusagen, dieses Dorf mit 3.000, 4.000 Einwohnern. Nicht einmal 3.000. Nicht einmal 3.000 Einwohnern, das quasi vor 400 Jahren, im 19. Jahrhundert, weiß ich nicht, wie groß Linz war, aber auch. Ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Aber nicht wesentlich größer. Aber wenn man, ich finde diesen Gedanken für mich immer ganz faszinierend, wenn man da Rathausgasse, Hofgasse, da bewegt sich ja Kepler vor 400 Jahren und im 19. Jahrhundert auch zwei Giganten, nämlich Adalbert Stifter und Anton Bruckner, auf 150 Meter wohnende, die haben sich gekannt und haben aber nicht aufeinander referiert. Aber wenn man sich dann vorstellt, dieser kleine Ort, dass da so Giganten sozusagen sich bewegt haben, nur dazu auf nicht einmal einen Quadratkilometer näher, natürlich über die Jahrhunderte, hat schon was Faszinierendes. Mhm. Ergänzen möchte ich noch, in Prag durfte ich in einem Kloster das Buch Rudolfinische Tafeln in Original sehen. Natürlich mit weißen Handschuhen. Das kriegt man archivarisch im guten Handel um 100.000 Dollar. Die legt man das hin, plaudern sie, wie es wollen. Und da habe ich gesagt, zur Archivarin, die auch gleichzeitig Universitätsprofessorin für Mathematik an einer Universität in Prag lehrte, wissen Sie, dass im Frontispitz da
das Wappen von Böhmen und Prag ist. Nein. So, schauen wir uns das gemeinsam an. Hat so Lupen geholt, dann habe ich ihr das Bild gezeigt, das sie gerade gesehen haben. Und sie hat gesagt, boah, das habe ich noch nie bemerkt. Ein Linzer muss hinkommen, nicht wahr? Diese schöne Zeichnung, hat er das selber gemacht? Von wem ist das? Nein, das ist gestochen in einer Kupferplatte. Ist in Frankfurt in Auftrag gegeben worden, dieses Frontispiz. Es steht sicher irgendwo, wer das gestochen hat, aber ich weiß auswendig nicht. Aber der Kepler sicher nicht, er war ein schlechter Zeichner. Sehr tröstlich zu wissen, dass er irgendwas nicht gekonnt hat. Was nicht wirklich stimmt, denn wenn ich das noch sagen darf, wiederum zur Hofgasse 7 passend, bevor der Johannes Kepler, das war August 1620, kommt ein Abgeordneter vom Könighaus England, besucht den Johannes Kepler, der ihm die Einladung überbringt, vom englischen König nach England zu ziehen, und er sieht in seinem Arbeitszimmer, so schreibt der Adelige aus England, das Buch habe ich mir, das gibt es digital, darum habe ich das wortwörtlich, kann ich das fast berichten, schreibt, dass er im Arbeitszimmer von Johannes Kepler Zeichnungen von Landschaftszeichnungen sieht und sagt zum Kepler, Sie sind ein begnadeter Zeichner. Sagt der Kepler, na, schön war's. Ich musste ja zum Beginn der Linzer Zeit, musste ich das Land Oberösterreich vermessen. Und dazu verwendete ich ein Fernrohr. Darüber wurde ein Zelt gestülpt und am Ende des Fernrohres, genau in der Brennweite, montierte ich ein weißes Blatt Papier und zeichnete ab die Konturen der Dörfer, der Berge, die Häuser. Also ich habe es nur abgezeichnet, sagt der Kepler. Aber dieser Adelige hat dann zu dem König darüber berichtet, was sich alles in Linz anspielt, nicht wahr? Also ich bewundere das, dass er das also mit ruhiger Hand abzeichnen kann. Also, gibt es noch Fragen? Dann habe ich noch zwei letzte. Sie haben den Nachlass erwähnt in Petersburg. Ist der zugänglich? Ist der digitalisiert? Wie schaut die Lage da aus? Boah, das ist ein spannendes Thema. Auch wieder hoffentlich kurz erklärt. Der Nachlass aus 24 Bänden bestehend wurde hin und her geschupft. Keiner wollte es haben, und der hatte diese 24 Bände, also gebundenen Blätter, wollte natürlich ein Geld machen, und nach Keplers Zeit, 30-jähriger Krieg, für den Nachlass hat sich niemand interessiert, bis der Mathematiker Euler, der in Diensten der Kaiserin Katharina stand, deutscher Abstammung, sagte zur Kaiserin Katharina, Sie können für Ihr Land was Gutes tun, wenn Sie den Nachlass von Johannes Kepler kaufen würden. Ich empfehle Ihnen das dringend. Die russische Kaiserin Katharina sagte, das ist schriftlich dokumentiert, nachdem sie gefragt hat, wie viel kostet denn das, hat sie gesagt, so viel Geld habe ich nicht, aber ich gebe Diamanten her aus meinem Besitz, damit die Bände, der Nachlass, in unser Eigentum kommt. Das Geschäft wurde gemacht. Die österreichische Nationalbibliothek
hat sie die 12 Bände gekauft und die anderen, also die haben dann ein bisschen mitgenoscht sozusagen, und die anderen Bände wurden in St. Petersburg gelagert, durch heute nicht zugänglich. Nicht eine digitalisiert? Ja. Doch. Doch. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es gute Verbindungen zwischen Deutschland, München und St. Petersburg, Russland. Und es war vereinbart in einem Vertrag, dass pro Monat ein Band nach München geschickt wird. In München werden alle Seiten abfotografiert, wieder retourniert, und wenn das erfolgreich retourniert wurde, kommt der nächste Band. Und so wurden alle Bände abfotografiert und dann später im digitalen Zeitalter digitalisiert. Und heute könnten wir nach München fahren und diese Schwarz-Weiß-Fotos einsehen. Da haben sie nicht recht viel Freude dafür, damit. Aber wie viel wichtiger ist, es wurde alles abgeschrieben, penibelst abgeschrieben, und diese Abschriften sind heute alle im Internet frei zugänglich erhältlich. Mit wunderbaren, hochgenauen Kommentaren. Also es ist jedermann zugänglich. Und Gott sei Dank, wurde das vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Ja, ja. Noch im Zweiten Weltkrieg. Herr Mayer, eine letzte Frage sozusagen für heute. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, Johannes Kepler zu treffen und eine Frage frei hätten, wissen Sie, was Sie ihn fragen würden? Noch nicht, aber mein Wunsch, ihn einmal am Weg zu einem seiner Häuser, sozusagen als Geist daneben herzufliegen, würde mir schon allergrößte Freude bereiten. Mhm. Und Sie werden jetzt vielleicht überrascht sein, wann es mir gelingen würde, als Geist dann noch in die Hofgasse 7 hineinzugehen, wo er wegen der Musiktheorie die harmonischen Verhältnisse am Monochord probiert hat, da dabei zu sitzen, zu sehen, waren da die Kinder dabei oder nicht, oder hat er das oft nachgemacht? Musik. Also das würde mich sehr, sehr interessieren. Weniger, wie er da gerechnet hat, das ist eh alles vorhanden. Aber die Musiktheorie hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das Schöne an der Musik ist ja, dass sie immer im Jetzt stattfindet. Wenn wir die Seite wir können uns vorschlagen, wie er die Seite geteilt hat und anschlägt, aber ich kann das nachdenken. Das rundherum, ja, genau, das wäre so spannend. Lieber Herr Mayer, vielen Dank für Ihr Wissen und vor allem für Ihre Begeisterung. Es ist ja auch nicht mein Fach, aber ich nehme viel mit und habe viel verstanden. Vielen, vielen Dank für heute. Danke schön. Darf ich noch einen Satz äußern? Ich habe gerade mit dem Schwerpunkt Kepler-Linz ein Buch geschrieben mit dem Titel Auf den Spuren Keplers. Drei Bücher habe ich noch, die liegen dort, wenn sie wer will. Kann sie es gern kaufen. Die liebe Gattin würde dann das Geld in Empfang nehmen. Und also das müssen Sie ja mit der Edith Meyer ausmachen. Und dann noch sozusagen die Ankündigungen für die nächste Woche. Das sind auch meine letzten, die Ankündigungen, die machen. Das ist mein quasi letzter Abend. Nächste Woche kommen Sie, es gibt auch was zu essen. Wir werden nicht Abschied feiern, sondern wir werden über Transformation ins Gespräch kommen. Aus diesem Anlass komme ich meiner Urmission, wie die meisten wissen, bin ich ja Musiker in meiner Urmission, nach und werde ein großes Stück von Franz Schubert spielen mit einem Pianistenfreund. Wir haben ja ein Klavier hier, also es geht wieder um die Musik. Und wir werden über Transformation, über Verwandlung ins Gespräch kommen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt auch was zu essen. Ich würde Sie mich sehr freuen, wenn Sie auch nächste Woche kommen, denn es muss doch mehr als alles geben. Schönen Abend. Danke.